Willkommen zurück, Roman. Ich bin froh, dass du uns nicht davongelaufen bist. Nö, keine Sorge. Kam das mit einem Meer so vor oder wird Monika ein bisschen größer? Oder der Hintergrund? Ich weiß nicht so. Natsuki, du hast dich ja ziemlich weit. Du hast dich ja ziemlich weit aus dem Fenster. Dass du deine Mangas im Clubraum aufbewahrst. Mama! Greift in ihre Tasche und zieht irgendeinen Proteinriegel hinaus. Sie wirft ihn in Natsukis Richtung. Natsukis Augen leuchten plötzlich wieder auf. Sie schnappt sich den Riegel vom Boden und reißt sofort die Verpackung auf. Bist du etwa ein Neandertaler? Ich hab dir doch gesagt, gib nicht. Sie spricht nicht einmal den Satz zu Ende, sondern stopft sich den Riegel direkt in den Mund. Keine Sorge, Roman. Ihr geht es gut. Das passiert hin und wieder. I'm sorry, what? Also mit anderen, es passiert immer wieder, dass sie einfach einschläft und wenn man versucht, sie zu wecken, wird sie plötzlich zu... Understand, well, have a good day. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtisch dessen. Fange ich schon wieder damit an. Hier ist Monikas Schreibtisch. Here's Monika's desk. This day. Of the day. Not like the last one. Here's Monika's Schreibtisch des Tages. Das ist ein sehr guter Tisch. Aber leider etwas zu klein. Und den kann man leider auch nicht sehr gut anheben. Oh, aber der ist ja nett. Ja, sehr bequem, sehr hoch, genug, um zu schreiben und andere Sachen. Und natürlich gut, um... Anyway. Ja, okay, Puddle of Pink. Kommt es doch mir so vor, oder ist da irgendwas im Hintergrund, was nicht sehr gut ist? Ah, die Musik hat sich auch ein bisschen geändert. Natürlich, weil da irgendwas im Hintergrund ist, was man nicht genau sehen möchte. Und Roman gefiel mein Gedicht übrigens auch. Er hat mir sogar gesagt, dass es ihn beeindruckt hat. Natsuki steht plötzlich auf. Oh no, we have some panic in the club. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, dass du es so drauf anlegst, unser neues Mitglied zu beeindrucken, Yuri. Das ist nichts, was ich... Du bist nur... Yuri steht ebenfalls auf. Natsuki! Natsuki, das ist etwas... Das geht dir echt nicht an! Was war das gerade? Deine Gefühle aufgrund deiner eigenen Unsicherheiten zu einem anderen aufzulassen. Du hörst dich genauso unreif, wie du aussiehst, Natsuki. Echt? Du hast gut drin, du alte Zicke, die so gerne eingesagt und scharf wäre. Scharf? Tut mir leid, dass jemand in deinem gestrigen Charakter meinen Livestream nicht verstehst. Siehst du? Plötzlich dreht sich Yuri zu mir, als ob sie gerade erst bemerkt hatte, dass ich dort stehe. Roman, sie wollte mich schlechter sehen lassen. Das stimmt doch gar nicht. Sie hat angefangen. Wen soll ich nehmen? Natsuki, Yuri. Ich nehme Natsuki. Natsuki. Warum kommt sie? Okay, ich nehme Yuri. Ich mag Yuri nicht. Könnt ihr nicht zum Tag kommen? Leute! Hilfe! Ihr sitzt zu da für mich! Oh, hi, Monika. Hi. Hey, Roman. Warum gehen wir nicht nach draußen? Okay? Yuri hat die Handflächen gegen ihre Stirn gepresst und schaukelt auf ihren Stuhl vor und zurück. Yuri? Ich hab das nicht so gemeint! Ich glaube dir.
Ich habe keine Ahnung, was Yuri Tsunatsuki gesagt haben könnte. Oder ihr angetan haben könnte. Oh Mann, bitte hasst mich jetzt nicht. Bitte. Ich bin eigentlich nicht so. Irgendetwas stimmt heute nicht mit mir. Ist schon gut, Yuri. Wir wissen, dass du das nicht so gemeint hast. Natsuki wird das morgen bestimmt wieder alles vergessen haben. Völlig. Das Treffen ist auf jeden Fall vorbei. Du kannst jetzt nach Hause gehen, wenn du willst. Yuri sieht mich an, als sollte sie etwas sagen. Aber sie blickt weiter auf Monika. Du kannst zuerst gehen, Monika. Ich würde gerne noch etwas länger bleiben. Ich bin die Präsidentin. Ich sollte als Letzte gehen. Ich warte, bis du fertig bist. Ja, ich bin Vizepräsidentin, also überlasse heute bitte mir diese Verantwortung. Es hört sich fast so an, als willst du mich nicht hier haben, Yuri. Dann habe ich ja wirklich keine andere Wahl, oder? Es tut mir leid, echt leid, dass ich Ärger gemacht habe. Aber ich weiß, deine Verstand. Willkommen zu dem Literatur Club. Willkommen zum Literatur Club. Mein Lieblingsanime ist End of the Last Dress und doch Black Rock Shooter und viele mehr. Und dieses Game. Und ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. So etwas, was ich jetzt gemacht habe. Anyway. Yuri. Ich bin froh, dass du über alles nachgedacht hast und dich entschuldigt hast. Du musst dir nicht so viele Sorgen machen. Obwohl ich erst wenige Tage dabei bin, kann ich doch ganz deutlich sehen, dass gestern irgendwas nicht stimmte. Vielleicht waren wir alle nur extra sensibel, weil wir gestern zum ersten Mal unsere Gedichte miteinander geteilt haben. Ja, natürlich, es ist nicht so, weil eine bestimmte Person Zugriff auf dieses Spiel hatte. Ich meine, was? Yuri, wovon zur Hölle redest du? Hast du gestern etwas getan? Ja. Oh Mann, was auch immer dich bedrückt, wird schon nicht so heftig gewesen sein. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass etwas Schlimmes passiert ist. Du bist einfach die Art von Person, die sich viel zu viel Sorgen über die kleineren Dinge des Lebens macht, nicht wahr? Aber... Wenn ich dir etwas... damit besser geht, will ich deine Entschuldigung auf jeden Fall in Mann nehmen. Irgendwie ist das auch ganz nett, denn ich hatte insgeheim immer befürchtet, dass du mich hast oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse dich nicht. Ja, du bist zwar irgendwie schon seltsam, aber ich hasse dich auch nicht. Natsuki dreht sich zu mir um. Du hingegen bist immer noch in der Probephase. Hey, plötzlich wird die Tür aufgerissen. Mir ist aufgefallen, dass du heute Zeit mit Yuri verbracht hast. Nicht, dass es mich interessiert, mit wem du so abhängst. Schließlich wurde mir beigebracht, nie irgendwelche Erwartungen in andere zu setzen. Da ist es also nicht so, dass ich da auf dich gewartet hätte oder so. Allerdings solltest du zumindest einen Blick auf mein Gedicht werfen. Du wirst wahrscheinlich etwas davon lernen können. Ah, yes. Also for some weird sounds, by the way. Some weird sounds, okay, I will not do this ever again. Just saying. Hast du heute nicht mit mir zusammen gelesen? Ich habe auf dich gewartet. Ich habe lange auf dich gewartet. Das war das Einzige, auf das ich mich heute gefreut hätte. Warum hast du das für mich deponiert? Mag sie Yuri mir. Du verbringst besser deine Zeit nicht mit ihr. Hörst du mir zu? Ja, ist eine kranke
solltest du mittlerweile rechtzeitig sein. Spiel stattdessen einfach mit mir. Okay. Du hast mich doch nicht. Oder hast du mich? Willst du, dass ich weinend nach Hause gehe? Der Club ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Ruiniere das nicht für mich. Ruiniere das nicht. Also bitte. Weine einfach nicht mehr mit Juri. Spiel stattdessen mit mir. Mehr bleibt mir nicht. Spiel mit mir. Ihr wollt es umhackt, ihr! Well! Well, let's just say...